Sehr geehrte PJ-Studenten, mein Name ist Christoph Reisfelder. Ich bin der Chef der chirurgischen Klinik an der UMM und natürlich damit auch mit Ihr Ansprechpartner für die PJ-Angelegenheit. Das Wichtigste für uns ist, dass wir erstmal das Interesse am chirurgischen Fach vermitteln wollen. Sozusagen das, was uns dazu bringt, jeden Tag aufzustehen und zur Arbeit zu kommen, das wollen wir zeigen, auch den PJ-Studierenden, dass das der tollste Beruf der Welt ist. Und das ist das Erste, was wir natürlich weitergeben wollen. Natürlich, in unserem Alltag spielt der OP eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen tut es das auch im PJ. PJ-Studenten dürfen bei allen OPs dabei sein. Wir machen das auch nicht so, dass es eine Pflichteinteilung gibt. Wenn Studierende etwas sehen wollen, dann ermöglichen wir das eigentlich immer. Wir haben auch Studierende, die kommen nachts, weil sie unbedingt mal eine Nierentransplantation sehen wollen. Und dann kommen sie dazu. Da gibt es keine Limits. Wir führen jede Woche 80 Operationen durch, ohne die Eingriffe, die nachts stattfinden, sodass, wenn man eine gesamte Woche hier durchlebt, man sicherlich 10 bis 15 Operationen sehen kann. Die Viszeralchirurgie bietet große Operationen. Das ist, glaube ich, auch eines der Schwerpunkte unserer Klinik. Dazu gehören auch modernste operative Verfahren, unter anderem auch der Da Vinci OP-Roboter. Studenten dürfen an diesen Eingriffen nicht nur zuschauen, sondern sollen da auch aktiv teilnehmen. Und wir versuchen auch ganz viel Wissen, das wir können, weiterzugeben, so früh wie das eben möglich ist. Wir brauchen Engagement, Interesse. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ansonsten ist alles erlaubt. Man darf Fragen stellen, man darf die Patienten anfassen und aktiv an den OPs teilnehmen. Wir brauchen ein bisschen zeitliche Flexibilität. Das ist klar, die Chirurgie hört nicht immer um 4 Uhr mittags auf. Das ist so. Aber dafür bieten wir, glaube ich, ein extrem spannendes Fach mit vielen Facetten und ein gutes Ausbildungskonzept. Ich glaube, dass das ambulante Quartal noch weiter ist als das chirurgische. Man deckt das gesamte Spektrum der konservativen Chirurgie ab. Das heißt, es geht um Krankheitsbilder, chirurgische Krankheitslehre. Man sieht das gesamte Spektrum der Wundversorgung, was natürlich auch für Hausärzte später interessant ist. Tastenleistenhernien, digital rektale Untersuchungen, die Studierende bei uns da machen müssen oder auch dürfen und das dann eben für ihren weiteren beruflichen Werdegang sicherlich gebrauchen können. Ich glaube, das ambulante Quartal gibt Studierenden auch die Möglichkeit, die vielleicht nicht in den chirurgischen OP möchten, trotzdem Chirurgie mitzunehmen. Das ist der Bestandteil des Quartals, ist zwar ambulantes Operieren, aber in einem ganz, ganz kleinen Setting und ist auch gar nicht zwingend nötig. Entscheidend ist hier wirklich der ambulante Kontakt mit Patienten. Wir schätzen Sie wirklich sehr, da uns die Ausbildung junger Kollegen wirklich am Herzen liegt und Sie vielleicht auch die Zukunft bei uns sind im PJ, vielleicht auch darüber hinaus in der Chirurgie. Würde mich freuen, wenn wir Sie bei uns begrüßen können.